Hallo meine Lieben, da bin ich. Ja, das hier ist eigentlich ein etwas spontanes Video. Und zwar wollte ich euch mal kurz erzählen, was meinem Schatz und mir heute Morgen passiert ist. Wer sich dieses Video später anguckt, also heute ist Mittwoch und der 13. Und zwar folgendes. Wir haben hier heute, also ich wohne, mein Schatz und ich, wir wohnen in Kiel. Hier in Schleswig-Holstein. Und heute ist hier bei uns, da wir die Landeshauptstadt sind, auch Staatsbesuch. Und zwar vom Präsidenten von Israel. Und ja, wir haben schon in den vergangenen Tagen, gab es auch immer schon einen Bericht, was alles hier irgendwie abgesperrt wird, alles hier ums Landeshaus rum. Und die ganze Uferpromenade unten am Wasser und diverse Cafés und Restaurants müssen da geschlossen sein. Und auch die Abgeordneten kommen heute irgendwie nicht ins Landeshaus, weil Sicherheit, ihr wisst ja, beim Staatsbesuch ist ja so. Okay, wir haben ursprünglich gedacht, so uns betrifft das jetzt nicht großartig. Und folgendes, mein Schatz und ich, wir gehen morgens immer zusammen aus dem Haus. Mein Schatz geht zur Arbeit, also seine Arbeitsstelle ist hier so 500 Meter Luftlinie entfernt von wo wir wohnen. Und ich gehe morgens dann halt immer mit und wollte heute Morgen halt noch zum Einkaufen gehen, weil morgen ist ja Feiertag und dann braucht man ja auch ein paar Sachen zusätzlich. Okay, und wir gehen dann hier unten so lang auf dem Weg zu der Ampel, wo es dann unter anderem halt auch zu unserem Supermarkt, den wir hier haben, rübergeht. Und ich habe schon hier unten dann gesehen, dass da überall irgendwie Polizisten standen in diesen gelben Schutzwesten und mit Uniform und alles. Und auf jeden Fall kommen wir dann an der Ampel an und da steht dann halt auch ein Polizist, der uns dann, was ich aber sagen muss, sehr, sehr nett und sehr freundlich darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir erstmal nicht über die Straße können. Und wir dann so nachgefragt, ja, wieso denn nicht? Und so, ja, hier kommt gleich die Autokolonne vom israelischen Präsidenten vorbei. Und ich so, okay, ja, alles klar. Gut. Dann haben wir so mitgekriegt, der Punkt ist halt, wir haben auch einen kleinen Flughafen hier in Kiel und der ist ein bisschen außerhalb. Und da ist er dann halt gelandet. Und um in die Stadt zu kommen, in die Innenstadt, wo dann auch das Gästehaus von unserer Landesregierung ist, muss er halt genau hier, wo wir wohnen, vorbei. Ich weiß nicht, wer sich vielleicht ein bisschen hier auskennt. Wir haben hier ja auch in der Nähe den Nord-Ostsee-Kanal und da ist dann halt auch die Brücke drüber. Und dahinter, ein Stückchen weiter da hinten, ist dann halt unser Flughafen-Flugplatz, den wir haben. Und da soll der dann landen und er soll dann hier vorbeifahren. Naja, da haben wir gesagt, okay, dann werden wir ja erstmal warten müssen. Wir haben da auch gefragt, so, ja, wie lange dauert das denn? Und er meinte dann so, ja, das weiß ich nicht. Ich muss jetzt auch erstmal warten, bis ich hier Info kriege. Und naja, okay. Naja, dann sammelte sich halt so mehr und mehr eine kleine Traube von Leuten, die, ja, die einkaufen gehen wollten oder die auch irgendwie zur Arbeit wollten. Auf der anderen Straßenseite auch. Also, ich habe noch nie so viele Leute an dieser Kreuzung gesehen, muss ich sagen. Und naja, dann gehen natürlich auch dann so die Fragen los, so, ja, wie lange dauert das denn noch? Und der gute Herr Polizist sagte dann immer so, ja, also er ist wohl im Landeanflug, also kann noch ein paar Minuten dauern und sie müssen jetzt halt hier warten. Gut, ich sag mal, mein Schatz und ich, wir haben das dann so ein bisschen mit Humor genommen. Er hat dann sein Handy rausgeholt, mein Schatz, und hat eben kurz auf Arbeit angerufen, dass er halt ein bisschen später kommt und weswegen. Was seine Kollegen dann auch sehr lustig fanden. Ich fand es eigentlich auch irgendwie so ganz amüsant. Ich meine, hat man ja nicht jeden Tag, dass man warten muss, weil ein Präsident vorbeikommt, ne? Gut, ich hätte es vielleicht auch an, ich hätte es vielleicht noch interessanter gefunden, wenn jetzt so die Queen gekommen wäre, aber man kann nicht alles haben. Egal. Was mich dann halt nur so ein bisschen angenervt hat, war, dann hat man natürlich so dann bei den Leuten, die da stehen, so dann die üblichen, die erstmal anfangen zu meckern, ne? Dann, weil gerade auch so ein paar von den älteren Damen, die dann rumstanden, das ging dann los, so, ja, wann müssen wir denn jetzt warten? Es kommt doch hier gar keiner. Worauf der Polizist sagte, so, ja, es dauert halt noch eine Weile, Sie müssen jetzt halt einfach erstmal warten. Dann kam auch noch, dann kam das Übliche so, was kostet das denn alles? Ja. Und dann hast du natürlich auch so diese besonderen Experten. Das war so ein etwas jüngerer Mann, der da stand und meinte so, ja,
Das muss doch jetzt eigentlich alles nicht sein. Und ja, er wird sich beschweren irgendwie, woraufhin der Polizist auch sagte: So, machen Sie, schreiben Sie einen Beschwerdebrief, Polizeidirektion Kiel, da können Sie sich gerne beschweren. Er sagte so: Ich stehe jetzt erstmal nur hier, ich mache auch nur meinen Job, ich kann auch nichts dagegen tun. Und ja, er wollte sich auf jeden Fall beschweren bei der Polizei und hier beim Innenministerium und sowieso und ja. Eine, die noch nervig war, das war auch noch eine, die mit dem Fahrrad irgendwie ein Stück hinter uns stand und die ganze Zeit irgendwelchen Schwachsinn von sich gegeben hat. Ja, wir könnten doch jetzt hier alle rüberstürmen. So viel Munition haben die Polizisten noch gar nicht, dass sie uns alle erschießen können. Und ich habe nur gesagt, so, Mädel, ja, geht's noch? Hast du zu viel schlechte Actionfilme gesehen oder so? Also, keinen Plan. Naja, gut. Also, wie lange standen wir da ungefähr? Also, wir waren so ungefähr kurz um Viertel nach 9 waren wir halt heute Morgen da. Und dann, irgendwann habe ich dann so mitgekriegt, man hört den, konnte den Funken von den Polizisten auch ein bisschen mithören, wie dann durchkam, so, ja, Helikopter ist jetzt gelandet und jetzt kommt der Umstieg und dann kann das eigentlich nicht mehr lange dauern. Naja, und dann kam auch die ganze Kolonne, war auch Riesenaufriss, also Polizeimotorräder und Polizeiautos und dann die ganzen schwarzen Limousinen. Und Polizei hinterher und für den Notfall nehme ich mal einen Notarztwagen und nochmal Motorräder und ja, okay. Und die waren dann halt alle dann durch und dann war das irgendwie okay und dann ging natürlich wieder das Gemecker los, so, ja, können wir jetzt da nicht endlich rüber? Und der Polizist meinte dann so, die Strecke muss erstmal freigegeben werden. Er sagte so, es muss hier noch einer langkommen mit so einer grünen Fahne, dass die Strecke wieder frei und sicher ist und dann ist die Sperrung auch vorbei und dann können sie auch wieder rüber. Okay. Ja, was dann passiert ist, war natürlich folgendes. Alle Leute bringen sich dann natürlich erstmal schon mal in Position, weil wäre ja furchtbar, wenn man nicht als Erster dann über die Straße kommt. Woraufhin ich dann nur gesagt habe, so, ich wäre vielleicht ein bisschen vorsichtig, weil die Autofahrer werden die Ersten sein, die losfahren, wenn das hier wieder frei wird. Gut. Dann kam auch der Typ auf dem Motorrad mit der grünen Flagge vorbei und dann war es auch endlich freigegeben. Und ich habe dann nur zu meinem Schatz gesagt, so, okay, wir bleiben jetzt hier stehen, bis die Ampel hier auch wirklich grün ist und dann gehen wir erst drüber. Weil natürlich genau das passiert ist, was ich vorausgesagt habe. Die Leute brettern alle über die Straße, die Autofahrer tun natürlich dasselbe. Und ja, das Gehupe und das Gestaue ging dann natürlich los. Und deswegen haben wir schön gewartet, bis die Ampel wirklich grün war und sind dann rübergegangen. Und somit war das Ganze eigentlich dann aufgelöst. Ich meine, gut, wir haben da jetzt eine Dreiviertelstunde gewartet. Aber ich sag mal so, kannst doch nichts machen, ne? Wenn das halt so ist. Und Sicherheit muss nun mal sein. Ob das jetzt übertrieben ist, darüber kann man ja diskutieren und wie man will. Aber es ist nun mal eben so. Kommt auch nicht alle Tage vor. Wie wir dann wieder weitergehen durften, da fragte mein Schatz dann den Polizisten auch noch so, machen Sie das eigentlich oft? Und er sagte so, nee, zum Glück nicht so oft. Weil, also ich kann die Polizisten auch verstehen, weil für die ist das natürlich auch viel Arbeit und viel Stress und die müssen hier alles absperren und die müssen hier stehen und die kriegen dann natürlich dann auch diese ganzen Meckereien ab. Das ist ja völlig logisch und da beneide ich die auch wirklich nicht um ihren Job drum. Aber gut. Hat sich alles aufgelöst, hat sich alles geklärt, keinem von uns ist irgendwas passiert. Es gab mal wieder jede Menge Dummschwätzer natürlich, wie das immer so ist bei solchen Sachen. Und naja, gut. Richtig gesehen haben wir den guten Mann jetzt allerdings auch nicht, weil es waren so viele schwarze Limousinen, da weißt du sowieso nicht, in welcher der jetzt genau sitzt. Ist ja eh so, aber was soll's. Ich sag mal so, war mal was anderes, war mal ein interessantes Erlebnis, hat man ja auch nicht so oft. Jetzt glaube ich, weiß ich auch endlich, wie man diese ganzen Leute, die immer am Straßenrand stehen und Beifall klatschen oder Fahnen schwenken, zusammenkriegt. Man macht einfach eine Absperrung und wartet, bis sich genug Leute da sammeln, die einfach nicht weitergehen können. Wahrscheinlich ist das die übliche Methode. Okay, ja. Das wollte ich euch einfach mal mitteilen. Also quasi der Weg zur Arbeit und mein Weg zum Einkaufen wurden heute Morgen vom Präsidenten von Israel und seiner Wagenkolonne für eine Dreiviertelstunde blockiert. Hat man ja auch nicht jeden Tag, ne?
Falls ihr noch irgendwelche Kommentare da vielleicht zu loswerden wollt, dann ihr wisst ja, die Kommentarbox ist da unten. Und wir sehen uns in Kürze dann zu, ich sag mal wieder, normalen Videos. Aber ich wollte diese Geschichte einfach mal gerne mit euch teilen. Okay, bis zum nächsten Video, meine Lieben.